Hallo und herzlich willkommen zu unserem Video. Heute machen wir ein Taschpaket. Also eigentlich haben wir es schon gemacht und heute öffnen wir es. Hier sieht man nicht. Und zwar haben das ich, Karate Wintertanz und ich, Marie, unterstrich Hobbyhorsing. Ja, das, was ich gemacht habe. Und das bekommt jetzt die liebe Marie. Und das andere seht ihr natürlich auf ihrem Kanal. Die Videos werden einfach verlinkt gegenseitig, denke ich mal. Ja. Dass man sie auch findet. Okay, dann mache ich mal auf. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich. Und heute ist der Alfie mitgekommen. Und die Akko. Und der Haderlotz sind auch dabei natürlich. Darf ich das Band behalten? Irgendwo ist die May. Das ist hübsch. Steht zwar Buon Natale oben, also vor Weihnachten, aber egal. Okay, gut, ich mache auf, dass das Video nicht Stunden dauert. Das dauert sowieso Stunden. Ja. Egal, was wir machen. Ui, also so innen aus. Das sind einmal Brief. Muss ich das lesen? Mm-mm. Lese ich mir später. Uninteressant. Da sind hier einmal Stricke schon so drin. Mega die hübschen Farben. Die das erinnert eigentlich nur zusätzlich dazu gegeben. Das erinnert mich so an eine Biene, aber weggegeben hat er auch. Gut, dann fangen wir an mit der 1. Ich bin so gespannt. Und ich hab, was gefällt dir? Die Nummer 1? Ach, ich muss abkühlen. Okay. Das fühlt man aber schwer. Irgendwas Weiches und irgendwas Hartes. Das Dinge. Und das, ich denke mal, das sieht man vielleicht im Pferd an, eine Halt oder so, oder sonst was. Keine Ahnung. Soll ich aufmachen? Ja. Du musst auch stundenlang halten und nichts machen. Ja, das ist vielleicht nicht so schlau. Ja, ignorieren meine Nichtbehandlung einfach. Ja, ein Halfter. Oh, das ist mega hübsch. Das könnte nur nicht zerstört sein. Das ist mega hübsch, das ist so ein kleines Halfter. Die Schnallen sind mega süß. Das passt zu dem Strick, würde ich sagen. Sieht man das? Ja. Ja. Das ist süß, das halt. Dann kommt die Nummer 2. Und ich finde, Tauschpakete sind immer so schnell vorbei, deswegen. Es ist weiß, es ist ein Strick. Soll vielleicht ich zuerst mein erstes Päckchen haben? Machen wir mal letztes. Das ist was Weiches. Aber ich weiß nicht, ist das ein Strick? Oder sonst was von dir? Also, übrigens, du hast richtig geraten, es war ein Halfter. Ja, ein Strick. Okay, also noch zusätzlich eben ein Strick. Der ist auch mega hübsch. Ach, der passt. Das passt jetzt zum Halfter. Er ist halt ein bisschen dunkler. Aber da ist ein schöner Karabiner dran. Ich habe keine Karabiner mehr. Also, au! Das hat mir getan. Karabiner attackiert dich. Ja. Nach der 2 kommt die 3. Echt? Es ist wieder weich. Wir haben noch Decke. Ich glaube, es ist entweder die Decke. Oder die Fliegenohren, denke ich mal. Oh, nein, gar nichts von beiden. Es sind Bandagen. Die sind voll hübsch geworden. Sie sind etwas kurz und ich weiß nicht, wie ich die Schneiden machen soll. Und ich hatte halt keinen Klettverschluss. So, die sind aber hübsch. Da müssen wir etwas hinzufügen. Ja. Und das sind einfach weiße Bandagen. Und weiße Bandagen sind toll, weil ich habe nur blau und andere Farben. Ja, die grüne mag ich am wenigsten. Dann kommt die 4. Wir sind schon bei der 4, Leute. Und es gibt 7 Pakete. Das ist wieder groß. Ich denke mal, das ist die Decke. Das muss fast die Decke sein. Voll schön eingepackt. Ich kann nicht mit einpacken, das wirst du auch danach sehen. Ich kann auch mit einpacken. Ja, das ist, glaube ich, die Ecke. Das ist einmal. Und. Sag mal, sind das 2 Decken? Nein. Da dachte ich mir schon, dass du nicht weißt, was das ist. Das kommt unter das Bein! Ja! Ah, oh, das ist voll cool. Das ist ein wenig groß geworden. Nein, das geklappt. Da muss man nicht jedes Mal Bandagen machen, sondern kann einfach diese drunter legen und diese mal austauschen. Das ist cool. Weiß, das ist ja, weil ich habe das auch so gemacht, dass ich eine hellrosa Bandage habe und weiße Schuhe drunter. Dann kommen wir zu 5. Ja, die Marie macht das so, eine 4, dann kommt die 7, genau. Das ist wieder groß. Das muss die Decke sein. Diese Decke. Das ist die Decke. Die lang aussehende Decke. Ich weiß nicht, wieso ich bei jedem Paket. Ich glaube, bei der 3 habe ich auch schon gesagt, dass es die Decke sein muss. Mhm. Bei gefühlt jedem, was groß war und weich, dann habe ich das wieder zu passende Decke. Oh mein Gott. Leute, wir haben ein richtiges Set. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die ist so schön. Oh nein. Ich weiß gar nicht, ob ich die mal schneiden mag.
voll schön. Die ist zu groß. Nein, das ist ein bisschen. Ja. Und die hat hier hinten so drauf gehen. Das finde ich voll schön. Das wollte ich am Anfang auch machen. Also bei einer anderen. Es war voll schwer, die Mitte zu finden. Und die ist auch voll schön abgerundet, wenn ihr hier sehen könnt. Ja. Die gefällt mir. Das ist schön, danke schön. Jetzt haben wir nur noch zwei Pakete, Leute. Das ist viel zu schnell gegangen. Jetzt kommt natürlich die Nummer 6. Danach muss ich es nochmal artig komplett anprobieren. Ja. Oh, was ist drin? Raten. Oh, Raten. Das war ich jetzt. Was haben wir noch? Die Fliegenohren. Ich sage jetzt die Fliegenohren, Leute. Fliegenohren oder Trends, könnte ich sagen. Aber da nichts Hartes drin ist, denke ich mal Fliegenohren. Ja, das sind die Fliegenohren. Oh mein Gott, du hast sie gehäkelt. Das ist so hübsch. Okay, die passen wahrscheinlich nicht, weil er so Monsterohren hat. Er ist ja fast schon ein halbes Maultier. Der da. So, Leute, jetzt sieht man es nochmal genau. Das ist der gleiche. Die Kamera ist gerade abgestürzt. Ja, das ist das genau gleiche wie die Decke und die Unterlegteile. Das wird ein richtig schönes Set. Und die gleiche Wolle wie der Strick. Ach ja, das alles insgesamt zusammenpasst. Und das Halter passt natürlich auch, weil es lila ist. Also, ihr Deck. Und das sieht mega süß aus. Und ich möchte jetzt ehrlich gesagt gar nicht das jetzt Paket öffnen, weil das bedeutet, dass es schon fertig ist. Ich kann den Karton jetzt auch noch ein bisschen zur Seite machen. Das ist zu arg im Weg. Ja, wow. Das ist übrigens dann die Grenze. Weil. Ist so winzig verpackt. Ja, wie hast du das also? Ich habe, glaube ich, viel größer verpackt. Beziehungsweise meine Sachen sind da noch. Man sieht. Ist das eine Hannoversche? Ja. Wow, ich wollte das am Anfang auch machen. Komplett verstellbar, überall. Das ist cool. Ich war, glaube ich, hier habe ich ein bisschen geschummelt. Aber sonst kommt der verstellbar. Die ist mega hübsch, ich freue mich. Also als Alfie wird sie wahrscheinlich nicht. Ja, könnte schon passen. Und man kann selber. Ja, eben. Dann müsste das eigentlich schon gehen. Sieht auch schön gemacht. Ja, das ist die Trense. Ich finde sie mega hübsch. Und danke. Die ganzen Sachen sind alle mega hübsch. Also wir haben jetzt noch die Trense eben. Dann hatten wir Bandagen. Ein Halfter. Einen wunderschönen Strick. Ich mag den Strick mega gerne. Also ich finde den hübsch. Dann mega süße Fliegenohren. Die sind richtig hübsch. Ich hoffe, sie sind nicht zu groß. Nein, irgendjemand werden sie sicher passen. Für Hugo könnten die passen auch. Wir haben dann diese wunderschöne Decke, die ich auch mega hübsch finde. Die ist richtig hübsch. Dann diese Unterlegteile. Die finde ich auch mega hübsch und ich freue mich, die schon zu benutzen, weil ich liebe Bandagen. Ich habe bei Hugo immer die blauen Bandagen. Ich weiß nicht, ob die nicht zu kurz geworden sind. Nein, das wird schon passen. Ich hoffe es. Dann haben wir es extra eben noch die Stricke, die sie mich gefragt hat, ob ich die haben möchte, weil die eben noch übrig waren. Ja, weil sie die halt aussortiert hat. Und zum Schluss noch das Band, mit dem sie alles verpackt hat. Genau. Und der ganze Müll. Ein komplett violettes Set. Das ist so hübsch. So ohne den da eigentlich. Ja. Aber alles in so Violetttönen und alles passt farblich so miteinander. Also alles ist farblich abgestimmt. Und das finde ich recht hübsch. Also richtig, richtig, richtig hübsch. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut natürlich auch noch bei dem Video von KHT Mindertanz vorbei. Es ist in der Beschreibung und in den Kommentaren nochmal verlinkt. Also ihr müsst das Video wirklich anschauen. Abonniert sie natürlich. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Ciao. Tschüss.